Einen wunderschönen guten Abend. Es kam wieder ein Update jetzt raus bei Wild Rift und da kannst du einer für alle. Da kannst du irgendwas machen, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie es geht. Ich lasse es. Ja, ich werde mal wieder meinen Rang verhauen. Das kann ich ja eigentlich sehr gut. Naja. Ja. Und dann mal gucken. Eigentlich wollte ich am PC wieder ein bisschen spielen, aber Pokémon Purpur und Karmesin, also ich habe gerade Purpur angefangen. Das ist schon sehr interessant. Und von daher erstmal keine Zeit dafür gehabt. Ja. So, ich werde Rang spielen und zwar spiele ich Supporter. Ja, das macht schon Sinn. Match finden, macht Sinn. Wo ist meine Katze? Kitty Cat. Kitty Cat. Meine Kitty Cat. Der Katze. Der Caleb. Ja, ich habe übrigens meinen Bytepass so ein bisschen schon weitergemacht, indem ich etwas gemacht habe, was ich gemacht habe. Ich zeige es euch nach dem Spiel. Also ich habe meinen Bytepass bisschen aufgewertet. Ich hatte ja noch so, du kannst ja hier da irgendwas kaufen und ja, wie auch immer. Ja. Ja. So, ich nehme Lux. Ich hoffe, keiner bannt sie. Wenn ja, dann raste ich aus. So, was sperre ich denn? Ja, ach, am besten alle, aber. Okay, ich nehme den Blitzquank. Der Quank. Caleb. In Berlin hat es auf jeden Fall geschneit. Gestern fing es am Abend an, so spät nachmittags, so gegen 17, 16 Uhr. Nacht auch. Heute war auch schon Schnee. Es blieb auch was liegen. Boah. Und es ist noch kein Winter. Das schon mal vorweg. Übernächste Woche heißt es dann ho ho ho, ab in die Adventszeit. Und ich freue mich schon. Okay, das dauert aber übelst hier. Übelst dauert's. Oh. Ich bin ja auch zum Schluss rein. Leute, lehnt euch zurück, holt euch was zum Trinken und was zum Essen und genießt das Warten. Jetzt bin ich endlich dran, nach gefühlten 50 Jahren. Ich nehme die Hexe. Ja, ein Pokémon Purpur, dazu kann ich auch vieles sagen. Ich finde es cool, du hast am Anfang die Möglichkeiten, welche Haarfarbe du haben willst. Die Frisur ist erstmal nur einzeln. Denn wenn du am Anfang spielst, lernst du erst so ein bisschen so das Ganze kennen. Kannst schon mal ein paar Pokémon fangen. Ich habe mir gleich am Anfang wieder ein Carpador gefangen, weil Carpador entwickelt sich zu Gyarados. Und somit macht das Spiel doch am besten Spaß. Ich hab auch Starter-Pokémon, die Katze da genommen, dieses Pflanzending. Da war ja mal so eine Recherche, dass es viele nehmen werden. Stimmt. Ich habe es ja gemacht. Hat sich so einer größeren Katze ja schon entwickelt. Manche Pokémon entwickeln sich sogar schon nach Level 12. Ich habe auch ein Marill, ist ja zu Quapsel. Nee. Nee, nicht ein Marill. Marill davor und dann zu Marill. Genau. Quapsel ist ja Quappo. Stimmt. Was habe ich noch? Zwei Vogel-Pokémon.
Was habe ich dann noch schon gefangen? Hopspross. Irgendwas, was aussieht wie so ein Hund, aber kenne ich auch noch nicht. Ist irgendwas Neues, aber voll süß. Ich habe ein Pokémon gefangen, die ich süß finde. So ein Du bist auf Eichhörnchen, der was gespielten eigentlich süß Seite der ist, Schlange. aber das Die Lane Gesicht ist nicht jetzt so, verdorben. aber Willkommen trotzdem im Wald. süß auf seiner Art. Kein Plan. Auf jeden Fall, wie gesagt, Carpador trainiere ich gerade hoch, will ich ja hochziehen. Denn damit geht's sehr gut voran. Vasallen sind Und erschienen. die Grafik ist echt schön. Du findest am Anfang ein seltenes Pokémon, Unterwegs. was sehr, sehr schwach ist. Dann gibst du ihm dein Sandwich, was deine Mutter ja eigentlich für dich gegeben hat. Und mit dem Unterwegs. seltenen Pokémon kannst du halt denn fahren. Also ist quasi so eine Art Roller dann, so ein Motorrad. Es kann zwar nicht kämpfen, aber es kann noch fahren. Es kann sich irgendwie anders zeigen, also erscheinen, wie auch immer. Und ich bereue es nicht, das Spiel gekauft zu haben. Ich habe mir auch noch Schwert und Dings bestellt, was jetzt günstiger gerade ist wegen Black Friday, ne? Und ja. Gut, Caitlin. Ach, die lasse ich da kämpfen, die schafft es schon. Ja, dann habe ich halt noch ein Pokémon-Abenteuer der Elfen im Handyspiel entdeckt vor einer Woche. Ist auch eigentlich sehr schön. Kämpfe sind so, ja, es ist ein bisschen schwierig. Manche schreiben in der Ressource, die Kämpfe sind voll einfach. Naja, Ansichtssache. Macht auch sehr viel Spaß, also hat auch Hintergrund. Also es macht Sinn. Treff sie nicht. Ne, ich stehe vor ihr und treff sie nicht. Einfach nur dumm. Verbündeter getötet. Ja, ich gehe zurück zur Base. Das ist mir echt zu krass. Dann gab es noch ein Spiel auf dem Handy, Pokémon Trainer. Ich glaube, ich wurde es genannt. Das erinnert mich so ein bisschen an dem Spiel. Stella Verbündeter Arcana ist getötet. auch ein sehr interessantes Spiel. Aber echt ein bisschen so zu viel Gegner auf dem getötet. Bild. Also zu viel Aktion auf dem Bildschirm. Also es ist so, das überfordert so ein bisschen einen. Aus meiner Sicht jetzt, ne? Aber es ist okay, es ist jetzt nicht so krass, überkrass gutes Spiel. Aber auch nicht so mega krass schlecht, dass du irgendwie das gar nicht spielst. So. Ja, ich stehe vor ihr und treffe mich. Das ist einfach nur dumm. Mittlerer Turm wird angegriffen. Verbündeter getötet. Unterer Turm wird angegriffen.
Nimm. Nimm. Ja, geht doch. Okay. Hey, nehmen wir den Drachen? Nein? Ja, gut. Na, immerhin. Ich gehe mal zurück zur Base. Ich habe irgendwie Gold. Und war noch nicht in der Base. So, zwei Gründe. Caleb! Kitty Cat! Ja. Okay, hat sich erledigt. Verbündeter getötet. Heb ich mir lieber auf. Na, egal. Verbündeter getötet. Terminiert. Gegnerischer Turm zerstört. Verbündeter getötet. Nein. Ach, das war so dumm. Ich hätte einfach nur zurückgehen sollen. Aber nein, ich kann doch nicht zurückgehen. Einfach so. Wenn du dann bleib ich da. Oberer Turm wird angegriffen. Terminiert. Gegnerischer Doppelkill. Ein Gegner wird zum Berserker. Turm verloren.
Gegner ist nicht aufzuhalten. Gegner getötet. Terminiert. Doppelkill. Gegner getötet. Alter. Da liegt die Katze einfach so quer auf meinem Bett. Also wenn wir die Runde gewinnen, ich spiele normales Spiel, nur als Information, denn Gewinn ist okay. Ja, voll verhauen. Ja, ich weiß. Gegner getötet. Doppelkill. Gegner getötet. Doppelkill. Gegnerischer Turm zerstört. Verbündeter getötet. Terminiert. Gegner getötet. Sie ist selber? Nein. Okay, sie ist wiederbelebt. Sehr gut.
Barbarischer Turm zerstört. Zum Berserker. Der ist stark. Gegner getötet. Doppelkill. Gegner getötet. BMW Sister? Keine Ahnung, wie der da ist. Gegner getötet. Dein Team hat den Drachen getötet. Ich kämpfe jetzt um mein Team, random hinterher. Alter, wie geil! Oh mein Gott! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
So. Okay, fortfahren. Fortfahren. Nee, hier spiele ich keinen Rang. Ich spiele jetzt einfach ganz normal. Normal. Einer für alle. Was ist einer für alle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich hier beim Wild Pass, wollte ich euch noch zeigen, habe ich vergessen. Erstmal hier nur das Update. Wild Pass, The Pass. Da ist jemand Neues. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Der sieht schon gruselig aus. So richtig krass die Grafik. Hier habe ich ja Support gewählt. Hier habe ich halt schon. Das hier, Elytra, ich habe ich mir geholt. So, ich will jetzt meinen White Pass hier sehen. Wo ist er? Lass es einfach mal jetzt durchlaufen. So, auf jeden Fall hier, ich hatte ja irgendwas mir geholt, Elite oder Elate, was auch immer. Und habe halt Premium schon fertig und konnte halt hier bis hierhin, ja, aufwerten. Nee, ich spiele jetzt nicht Rang, ich spiele mal einer für alle. Ein normales Play-Match finden. Ich habe echt keinen Plan. Ja, kein Plan, wie mich jetzt banne. Wir sind gleich in der Bannphase? Wow. Das ist echt hart. Alter, wie? Serafine gegen Serafine? Oha. Hä? Hä? Ist das vielleicht ein Fehler vom Spiel? Yeah.
Ich weiß nicht, ob ich das feiern soll oder nicht. Das ist so geil. Sorry, aber ich bin. Das ist so krass. Ja. Das ist so mega. Macht mal einer ein Standbild davon. Das wird nämlich dann als für YouTube als Standbild. Alter, 10-mal Serafina. Ich habe keinen Plan, wer das so ist. Danach spiele ich noch eine Runde, mal gucken. Das ist ja fast so ähnlich wie die Sailor kriege. Alter, ich habe keinen Plan. Ich gehe einfach irgendwo hin. Random, einfach irgendwo. Ist ja egal, ob mit. Danach nehme ich mal Vega, mal gucken, ob das klappt mit dem. Das wird so geil. Ich probiere es einfach mal. Verbündeter getötet. Das ist also einer für alle. Ja. Stell dir mal vor, 5-mal Lux oder sonst irgendwas. Alter, oder 5-mal Timmy oder 5-mal Vega oder 5-mal Six? Nee, 10-mal. Stimmt ja, ist ja alles 10-mal. Gegner getötet. Verbündeter getötet. Ich find's immer noch witzig. Alles Serafine.
wird angegriffen. Ja, zweimal Seraphine in der Mitte. Läuft bei euch. Mittlerer Turm wird angegriffen. Der erste Turm wurde zerstört. Gegner getötet. Berserker. Gegnerischer Turm zerstört. Getötet. Hier ist Seraphine drauf. Getötet. Was denn? Wir hatten es geschafft. Seraphine? Turm wird angegriffen. Unterwegs. Turm verloren. Gegnerischer Turm zerstört. Verbündeter getötet. Terminiert. Unterer Turm wird angegriffen. Turm verloren. Unterwegs. Gegnerischer Turm zerstört. Gegner getötet. Verbündeter getötet. Gegner getötet. Terminiert. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Legendär. Doppelkill. Legendär. Terminiert. Juhu, nein! Ohne Pflanze. Hab kein Mana mehr. Verbündeter getötet. Doppelkill. Gegner getötet.
Aber ey, die Gruppe ist echt gut. Ich spiele danach noch eine Runde. Bin gespannt. Gegnerischer Doppelkill. Ein Gegner, ja, nice. Ja, oh ja, das ist wie so ein Chor oder so. Aber cool. Hier, so viele Seraphines. Ja. Wow. Fortfahren. Ja. Nochmal. Das ist okay, jetzt bin ich gespannt. Wer jetzt kämpft? Ich hab nicht mal 5000 Euro Energie. Aber mein. Hallo Khalil, ich hab's erst jetzt gelesen. Sorry, ich war beschäftigt. Also im Spiel war ich beschäftigt. Und mit 10-mal Seraphine war ich sehr beschäftigt. Alter, kein Plan, mich banne. Hier. Stell dich mal vor, 10-mal Lux oder so. Alter. Und jetzt? Nehmen wir mal Vega. Ich kann nicht mit Kai, also lasse ich das auch. Ash. Oh no. Oha. Oha. Okay, ich drifte aber ab mit meinem Skin, also. Ich werde jetzt hier nicht einen auf normal Ash machen. Mich. Das ist so geil. 5-mal Ash gegen 5-mal Echo. Alter, ich hab keinen Plan.
Vor allem, du kannst ja auch spielen, in welcher Lane du willst, weil es ist ja eigentlich egal. Hier, 5-mal Echo. Ist schon cool. Das ist ein cooles Event. Ich finde das mit der Kanone besser, wo du halt unendlich viel Mana hast, aber nicht dem, aber das ist irgendwie auch cool. Natürlich, wenn du einen Champ hast, den du gar nicht spielen kannst, hast du schon mal die A-Karte, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Du bist auf der gespiegelten Seite der Karte. Die Lanes sind vertauscht. Willkommen bei Wild Rift. Gegner getötet. Der Kluft an.
Das war jetzt Zufall. Greif den Herold der Kluft an. Greif den Drachen an. Ja, warte nun, Drachen oder Herold, Alter. Verbündeter getötet. Terminiert. Unterer Turm wird angegriffen. Unterwegs. Du hast einen Gegner getötet. Unterer Turm wird angegriffen. Greif den Drachen an. Verbündeter getötet. Terminiert. Oberer Turm wird angegriffen. Turm verloren. Das gegnerische Team hat den Herold der Kluft getötet. Gegnerischer Turm zerstört. Dein Team hat den Drachen getötet. Mittlerer Turm wird angegriffen. Verbündeter getötet. Nicht aufzuhalten. Du wurdest getötet. Ah, okay. Verbündeter getötet. Verbündeter getötet.
Turm wird angegriffen. Gegnerischer Turm zerstört. Getötet. Gegnerischer Turm zerstört. Verbündeter getötet. Du bist ein Berserker. Ja, ich bin ein Berserker, ich weiß. Greif den Drachen an. Gegner getötet. Turm zerstört. Verbündeter getötet. Terminiert. Unterer Turm wird angegriffen. Du wurdest getötet. Ja, okay. Das akzeptiere ich. Unterer Turm wird angegriffen. Verbündeter getötet. Gegnerischer Doppelkill. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Terminiert. Thank you.
War ja auch nicht schwer. Aber cool. So macht das Spiel doch Spaß, oder? So, ich werde noch eine oder zwei Runden spielen und dann weiß ich auch nicht. Dann geht's in die Welt von Pokémon. Purpur. Violet. Juhu, annehmen. Hab ich doch schon. Ist Ash auch ein Supporter? Ich glaube schon, oder? Kann das sein? Wenn ja, ich habe falsch gewählt. Wir werden uns blendend amüsieren. Geisterstürm nachts im Horror, was? Oh, das muss ich mir angucken in 30 Minuten. Das könnte interessant werden. Mal gucken. Ich weiß es nicht. So. Sind erschienen. Blut.
angegriffen. Mittlerer Turm wird angegriffen. Mittlerer Turm wird angegriffen. Gegner getötet. Gegner getötet. Mittlerer Turm wird angegriffen. Gegner getötet. Dein Team hat den Herold der Kluft getötet. Turm wird angegriffen. Verbündeter getötet.
Ja, ich weiß. Getötet. Berserker. Verbündeter getötet. Mittlerer Turm wird angegriffen. Unterer Turm wird angegriffen. Gegnerischer Turm zerstört. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Unterer Turm wird angegriffen. Verloren.
Triple Kill. Ein Gegner ist gottgleich. Den Drachen getötet. Legendär. Oberer Turm wird angegriffen. Turm verloren. Gegnerischer Doppelkill. Ein Gegner ist legendär. Das Team hat Baron Nashor getötet. Oberer Turm wird angegriffen. Gegnerischer Turm zerstört. Gegner getötet. Gegner ist legendär. Turm verloren. Inhibitor-Turm wird angegriffen. Turm verloren. Gegner getötet. Naja, war ja klar. So, letzte Runde, danach gehe ich erstmal. Gehe ich heute mal wieder Bahn? Ich glaube schon. Weil die ganze Woche nicht. Also, nur duschen. So. So, mal gucken, ob ich mit Ash spielen kann. Echo. Wir erinnern uns. Es ging Echo. 5 versus 5.
Aber der Stream hat bis jetzt keine Störung. Ich find's cool. Lag nicht an meinem Internet. Nein, nein, das lag am Spiel. Safe lag es am Spiel. Keine Ahnung. Ich will nichts hinauf beschwören oder sonst irgendwas. Ich klopfe auch mal auf Holz, weil das bringt Glück. So, mein Gegner ist Kaiser. Du bist auf der gespiegelten Seite der Karte. Die Lanes sind vertauscht. Willkommen bei Wild Rift. Vasallen sind auf Angriff. Gegner getötet. Thank you.
gegnerischer Turm zerstört. Okay, nicht ausrasten, es ist nur ein Spiel. Und ich bin nur live. Verbündeter getötet. Terminiert. Gegnerischer Turm zerstört. Getötet. Gegner getötet. Team hat den Herold der Kluft getötet. Oberer Turm wird angegriffen. Dein Team hat den Drachen getötet. Turm verloren! Gegner getötet. Verbündeter getötet.
Kill. Blutrausch. Zerstört. Gegner verfällt in Blutrausch. Terminiert. Gegnerischer Turm zerstört. Verbündeter getötet. Greift den Drachen an. Gegnerischer Turm zerstört. Du wurdest getötet. Dein Team hat den Drachen getötet. Ja, wenigstens habe ich den Turm. Weg.
Juhu. Ich glaube, wir haben es viermal hintereinander gewonnen. Nee, einmal verloren. Aber okay, das ist nicht so schlimm. So, vielleicht zocke ich nachher nochmal kurz live. Aber erstmal gehe ich duschen. Ich habe schon 39.000 diese hier da oben, das Blaue. Ich warte ja auf Nico als Champ. Dann wird erstmal hier groß. Oh, es ist Sommer. Nein, doch nicht. Habe ich es dem bekommen? Na. Poolparty, neuen Skin freigeschaltet. Wow, wow, wow. Ich hab den Lee erstmal gar nicht, aber hab einen Skin. Wow. Den habe ich zwar auch. Habe ich einen als Champ? Nein, ich glaube nicht. Ach, kein Plan. So, das war es erstmal von mir. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal kurz live kommen. Ja, aber erstmal gehe ich wirklich jetzt Bahn. Sonst schaffe ich heute gar nichts mehr. Also eventuell bis später oder bis den nächsten Tag. Genau.